Hey Leute, heute teste ich den Nachfolger von einem der extremsten Smartphones, was ich jemals getestet habe. Das hier ist das Asus ROG 5, ein Gaming-Smartphone, das aber nicht nur für Gamer interessant sein könnte. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Smartphone und Mobilfunkvertrag bist, dann bist du genau richtig beim Sponsor des heutigen Videos, Mobilcom Debitel. Denn sie haben fast alle aktuellen Smartphones und wirklich alle Netze, aus denen ihr frei auswählen könnt. Beraten lassen könnt ihr euch online auf md.de oder an einem der über 500 Shops in Deutschland, entweder vor Ort oder ganz entspannt per Telefon oder Videochat. Das ROG 5 ist ein gigantisch großes Smartphone, fühlt sich aber ein bisschen leichter an als es ist, weil es gut ausbalanciert wurde. Das Kameraelement ist für heutige Maßstäbe erfrischend klein und flach. Text und Pixelgitter erinnern mich ein bisschen an Cyberpunk und das Logo kann leuchten. Natürlich in RGB. Es gibt Stereo-Lautsprecher, sie sind nicht die lautesten, die ich kenne, aber immersiv und es gibt einen Outdoor-Modus. Außerdem ist das erste mir bekannte Smartphone, wo der Kopfhöreranschluss zurückkam, denn das ROG 3 hatte keinen. Ebenso wie dort gibt es einen zweiten USB-C-Anschluss an der Seite, damit die Kabel beim Gaming nicht im Weg sind. Die Silikonabdeckung war aber relativ locker und bevor ich sie verliere, habe ich sie lieber gleich weggemacht. Zwei ungewöhnliche Details, die mag ich. Der SIM-Kartenschacht ist in auffälligem Rot und auf der Vorderseite gibt es eine Nachrichten-LED. Gestört haben mich hingegen die Knöpfe. Die fühlten sich von Anfang an nicht super hochwertig an und jetzt hat der Power-Button gar kein richtiges Feedback mehr. Er reagiert zwar noch, aber nach nur einer Woche ist das schon eine recht schnelle Abnutzung. Wie sich das für ein Gaming-Smartphone gehört, ist das hier ein 144Hz Display mit 300Hz Touchlayer und einer Millisekunde Reaktionszeit. Es hat eine Full HD Plus Auflösung, auf 6,78 Zoll wären Quad HD vermutlich spürbar schärfer gewesen. Die Farbwiedergabe und Helligkeit wurden gegenüber dem Vorgänger optimiert. Diese hatte aber auch massive Probleme bei dunklen Szenen und einen regelrechten Farbstich. Das ist jetzt nur nicht ganz weg, aber besser. Der Fingerabdrucksensor im Display ist bei mir während der ersten Tage unglaublich schlecht gewesen, dann wurde er aber so langsam treffsicherer und schlussendlich voll okay. Bei einem Gaming-Smartphone erwarte ich natürlich die bestmögliche Hardware und wurde beim ROG 5 nicht enttäuscht. Ein Snapdragon 888 mit 8, 12, 16 oder 18 GB RAM. Je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet, das ist uff. Wirklich viel. Dazu kommen noch 128, 256 oder 512 GB vom ultraschnellen UFS 3.1 Speicher. Mein Notebook hat halt ohne Witz weniger Arbeitsspeicher. Die Asus Android-Oberfläche kann sehr normal, aber auch sehr nach Gaming aussehen. Es gibt viele Optionen und Möglichkeiten und es ist leicht den Überblick zu verlieren. Ich fand es cool, dass man festlegen kann, bis wohin der Akku maximal geladen werden soll, um seine Lebensdauer zu verlängern. Ich bin aber auch auf einige Bugs gestoßen. WhatsApp wollte Inhalte manchmal nicht senden oder empfangen und die automatische Aktualisierungsrate war ruckelig. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Beim Thema Gaming jedoch, da wurde wirklich jedes Register gezogen. Es gibt softwareseitig zum Beispiel den X-Modus, der das gesamte Smartphone auf Höchstleistung zwingt und da läuft der Prozessor dann wirklich am Anschlag und Nachrichten werden unterdrückt, damit euch überhaupt gar nichts ablenkt und ihr könnt pro Spiel genau einstellen, wie ihr gern die Einstellungen hättet. Es gibt auch zwei druckempfindliche Schultertasten, die mit einem optionalen Kühler um nochmal zwei weitere Tasten erweitert werden können. Damit spielt sich's auf jeden Fall angenehmer, als wenn man auf dem Touchscreen zielen und schießen muss. Es gibt viele Menschen, die heutzutage auf einem Smartphone Spiele spielen und Titel wie PUBG können auch auf höchsten Einstellungen selbst das ROG 5 zum Glühen bringen. Hier fand ich sogar das Lenovo Duel 2 nochmal etwas besser, weil das eine integrierte Kühlung hat, die Leistung besser halten konnte. Nur habe ich da halt Sorgen, dass da mal Wasser oder Staub reinkommt und auch wenn das ROG 5 nicht offiziell wasserfest ist, habe ich hier halt einfach ein besseres Gefühl. Der größte Vorteil liegt aber darin, wo alle anderen Gaming-Smartphones scheitern, und zwar in der Kamera. Sie ist zwar deutlich unter ähnlich teuren Geräten angesiedelt, aber meine Fotos waren echt brauchbar. Etwas arg gesättigt, aber mit guter Dynamik und Schärfe. Es gibt eine Ultraweitwinkellinse, die qualitativ nochmal ein bisschen schlechter ist und eine Makrokamera. Videos werden sogar maximal in 8K aufgezeichnet.
Ihr werdet damit nicht die besten aller Bilder machen, aber sie sind schwer in Ordnung und ich war wirklich cool damit. Dafür glänzt das ROG 5 in einem ganz anderen Bereich, und zwar dem Akku. Der ist 3000 mAh groß und es gibt ihn direkt zweimal, also insgesamt 6000 mAh. Das ist endlich mal wieder ein Smartphone, das man an einem Tag einfach nicht leer bekommt, selbst wenn man eine Menge spielt. Nach 5 Stunden Displaynutzung hatte ich immer noch 40% Laufzeit und kam deswegen problemlos bis zum nächsten Nachmittag ohne Aufladen. Das ist schon geil. Und man muss bedenken, ich hatte die ganze Zeit 144 Hertz aktiv erzwungen und sogar das Logo auf der Rückseite am Leuchten, einfach weil ich es kann. Das 65 Watt Netzteil lädt dann gerade mal in 30 Minuten wieder 85% auf, was in Anbetracht der Größe vom Akku echt crazy ist. Der Akku war auf jeden Fall mein allerliebstes Feature und das bringt mich jetzt auch schon zum Fazit. Die Gaming-Smartphone-Nische ist eine ganz besondere und oft fragt man sich, ob die Geräte überhaupt noch alltagstauglich sind, weil sie schon so komisch aussehen und so komische Formen annehmen. Und hier ist jetzt halt die Stärke vom ROG 5, dass es alltagstauglich ist. Klar, es ist gaming-orientiert und ich kann damit super spielen und es gibt viel cooles Zubehör, was Gaming auf jeden Fall angenehmer und besser gestaltet als auf normalen Smartphones, aber ich kann es halt auch im Alltag relativ normal benutzen und das hat mir hieran sehr gut gefallen. Jetzt sollte Asus nur noch auf die Kritik hören, die ich hier in diesem Video hatte und dann haben wir nächstes Jahr das ultimative Hyper-Gaming-Smartphone und bis dahin ist das hier halt die nächstbeste Wahl. Das war's von mir, macht's gut, bis bald. Ciao.